So, dann geht jetzt die Party weiter. Ich glaube, wir hatten hier hinten das Rätsel gelöst. Jetzt wollen wir in dieses große Dingen und nach links, weil rechts da, das kriegen wir ja offensichtlich nicht hin. Wo ich das irgendwie seltsam finde, weil eigentlich müsste das ja gehen. Wir haben ja extra diese Reichweite gekauft. Vielleicht werde ich es einfach nochmal ausprobieren. Vielleicht habe ich da gerade nur was verpeilt. Aber im Grunde muss das doch gehen. Ich meine, wofür kaufe ich mir extra dieses Upgrade, wenn... Ja, zur Not muss das halt an einem Batarang basteln und dann darüber werfen und dann mit dem... Hallo? Danke. Mit dem ferngesteuerten Batarang einstellen. Kann ja wohl nicht so schwer sein. So. Oder kann ich hier drüber laufen? Wenn ich das mache? Cool. Au. Oh Gott. Fuck. Das war natürlich jetzt eine gigantische Aktion. Oh, ist das nicht süß? Die kleine Fledermaus schläft. Einer von euch soll ihn fertig machen. Ja, ja, labern nicht. Schweine labern auch nicht. So, nächster Versuch. Aber irgendwie... Ja, ich weiß, wie ich den Kack... Mistmüll da auskriege, das ist mir schon bewusst, aber... Ja, richtig. Benutz doch deinen Kacksequenzer, Mann. Willst du nicht. Was haben wir denn noch im Angebot? Wo ging es denn dahin? Ach so, da um die Ecke ist dann das Riddler-Rätsel. Aber ich komme ja von hier offensichtlich nicht dran. Das bringt ja alles nicht viel. Ja, Griff. Den Detektivsichte. Hinter der Wand ist das immer. Das Einzige ist das da hinten. Wenn ich noch ein Stück rangehe, röstet mich... Au, das Ding schon wieder. Ja gut, dann würde ich sagen, dass ich das jetzt einfach... Weil das muss ja jetzt auch nicht sein. Dann hoffe ich mal, dass die Leute hier drüben das Ding wieder deaktiviert haben. Muss ich kurz gucken. Bin ich denn hier? Ja, ich bin noch richtig. Ach, hier vorne gibt's direkt schon ein Rätsel. Hier vorne? Mach doch mal die richtige Taste. Nein, da vorne im Gang müsste was sein. Ah, da oben drauf. Da oben drauf, da oben drauf, da oben drauf. Aber wie komme ich denn da oben drauf? Komme ich denn da oben drauf? Es ist doch irgendwann Weg geben. Das werde ich schon finden. Auf jeden Fall gab es ja jetzt hier drin auch noch ein paar Rätsel. Das heißt ein paar. Also vier Fragezeichen. Prometheus. Schauen wir mal, ob sie jetzt mittlerweile hier das mit dem Gas hingekriegt haben. Offensichtlich nicht. Sieht's denn aus? Woher hat er das Gas? Sowas habe ich noch nie gesehen. Ja, und... Wir können das Belüftungssystem nicht zum Laufen bringen, Batman. Der Raum ist noch voll mit dem Gas dieses Verrückten. Also muss ich das Gas erst da rauskriegen, oder was? Meine Güte, einmal mit Profis. Nein. Ich hab's aber auch gerade mit den Tasten. Ja, ist es denn zu fassen? Vielleicht reicht's aber. Okay, von wo kriegt das den Strom?
Irgendwo. Oh, wisst ihr was, Leute? Dann könnt ihr mich mal alle gern haben. Dann gehe ich nämlich jetzt. Weil das ist mir dann ja auch irgendwann mal zu blöd. Dann machen wir jetzt einfach mal ganz schlicht weiter. Und kümmern uns um so einen Spaß erst irgendwann. So, wo ist jetzt der Weg? Hinten links müssen wir raus. Dann kommen wir aber noch an dem Fragezeichen vorbei. Das können wir ja noch versuchen. Aber den Rest, der soll uns dann mal egal sein. Wow. Bist du kaputt? Habe ich dich... Boah. So richtig schön Sprungkick umgenietet. Das war cool. Dadurch müssen wir. Jetzt wissen wir aber auch endlich, wo dieser Bekloppte war, den wir noch umhauen. Wie siehst du deine Erfolge und Misserfolge? In der Damentoilette müsste was sein. Ah ja. Ah, ein Spiegel? Unglaublich. So, jetzt. Och, geh doch von mir runter. Alter. Gehst mir schon ein bisschen auf den Keks, da hast du. Was kriegt er sich überhaupt auf der Damentoilette? Ferkel. Danke, Jack. Mehr darüber in Kürze. Wie Jack berichtete, wissen wir es nicht sicher. Aber es sieht so aus, als ob Batman... Ja, Batman. So schaut's aus. Ausbruchversuch getötet wurde. Was? Ich bin beim Ausbruch. Bin definitiv nicht bei dem Ausbruch. Versuch getötet worden, ey. Unglaublich, ey. Ich und getötet. Ich werde nicht getötet. Ich töte mich höchstens selber, indem ich mich ins Elektrowasser stelle. Sonst passiert mir gar nichts. Alter, ernsthaft? Könnt ihr mal aufhören, euch überall zu verstecken? Ist ja widerlich. So, dann auf in die botanischen Gärten. Friss das. Toll. Ja, danke. Endlich vorbei. Bam. Die sind aber schön. Die mag ich. Den haut man mal so einen ins Gesicht und dann sind sie ruhig. 6 Gegner, 6 und dann... Der ist auch hin. Da kommt noch einer, sehr gut. Gehst du von... Ist er denn zu fassen? Alter! Jetzt komme ich aber bestimmt ernsthaft. Möchte noch jemand? Danke. So, jetzt komme ich doch bestimmt in das Häuschen, wenn ich hier... Ich habe doch den Sequenzer. Endlich kommen wir da rein. Gut, dass man durch alle Gebiete doppelt und dreifach rennt. Das macht's einem echt einfach. Da war's. Ich hab's gesehen. Na, komm. Da. Was haben wir hier drin? Eine Geheimniskarte. Gigantisch. Dafür der ganze Aufwand. Oh Gott, hier leuchtet ja jetzt alles. Aber wir wollen eh in die botanischen Gärten. Wie kommen wir denn am besten in die botanischen Gärten? Erstmal hauen wir jetzt noch alles um, was hier noch an Typis rumläuft. Und das müssten noch 3 sein. Da ist einer. Komm her. Immer hochheben, auf den Boden werfen, umnieten. Da oben war, glaube ich, noch einer drin. Hallöchen. Die halten echt nichts aus. Das ist geil. So, und der letzte ist... Ja,
der letzte ist. Wo ist denn der letzte? Ach, da oben. Mach los, spring. So, dann da hoch. Dann hauen wir den auch noch rum. Weil das sind ja alles immer Erfahrungspunkte. Können ja nicht schaden, wenn man die mitnimmt. War er nicht hier? Ach, da oben. Warum isst du das? Komm da runter. Ja. Bist du tot oder bewusstlos? Bewusstlos, okay. Das ist ja. So, botanische Gärten. Botanische Gärten gehen wir am besten links, rechts, oben, unten. Wir gehen diesen Weg hier entlang an der Intensivbehandlung vorbei, schätze ich mal. Macht gerade für mich irgendwie Sinn. Gucken. Steht da zufällig botanische Gärten drauf? Botanische Gärten steht drauf. Sehr gut, dann nehmen wir das doch direkt mit. Lauf, kleiner Batman, lauf. Gibt's hier Gegner? Ja. Vorne an. Fresse. Warum ist denn jetzt hier ein Tor? War da schon immer ein Tor? Schub. Können wir den mal mit dem Gleitklick umhauen? Gleittritt! Tack. Und drauf. Bam. Kabäm. Au. Ich glaube ja mal spontan, das waren die Weichteile. Ich finde das mal spontan überhaupt nicht nett. Tut man nicht. Und... warum? Komme ich da jetzt nicht hoch? Ah, jetzt komme ich hoch. Danke, super. Warum hättest du dich auch mal gleich rüberziehen können? Das wäre ja viel zu einfach gewesen. Wie viele haben wir hier? 7. Okay. Geht doch von mir runter. So, der nächste bitte. Da ist ein Haus, was wir wieder deaktivieren können. Jetzt gehen wir uns erstmal ihn da oben holen. Na komm her. Gut, damit haben wir jetzt nur noch 4. 1, 2, 3. Wo ist denn der vierte? Ah, ich habe ihn gefunden. Komm da runter. Alter, ernsthaft? So, jetzt aber ihn da oben. Komm da runter. Gott. Das ist unglaublich. Da können wir wieder kryptografisch sequenzen. Also das sind schon ziemlich nervige Typis. Ich schätze, ich weiß aber jetzt auch schon, wer der nächste Boss werden könnte. Ich meine, botanische Gärten, wir haben Poison Ivy befreit. Wer da wohl der nächste Gegner wird? Haben wir noch was? Noch eine Rätselkarte? Ja, natürlich. Meine Karte wird dir helfen, Batman. Gut, dann. Hinter mir sind irgendwo die botanischen Gärten, aber wie viele Gegner habe ich noch? 2, dann werde ich mit dir jetzt auch noch eben krallen. Da oben botanische Gärten, das sieht doch sehr gut aus. Da steht einer, da hinten hockt einer. Status? Sturm. 10. Haha. Das hast du dir so gedacht, mein Freund. So, und jetzt komm ran. Bist du hinter dem Tor?
Boing. Schnell hin, er ist ausgenockt. Er ist ausgenockt, er ist ausgenockt. Warum kommst du da bitte aus der Wand? Achso, danke. So, damit haben wir sie alle weg. Jetzt begeben wir uns zu den botanischen Gärten. Wir haben auch bald wieder ein Level, ups, so wie es aussieht. Das heißt, wir können dann wieder schöne Upgrades kaufen für Dinge, die mich eigentlich gar nicht mehr so sonderlich interessieren. Weil Kampfdinger brauche ich nicht, weil ich die Kombos eh nicht so auf die Kette kriege. Geronimo. Weg da. Irgendwo klappert noch was. So. Allerdings war es das für diese Aufnahmesession erstmal. Wie es hier drin weitergeht, das seht ihr dann später. Irgendwann. Für euch wahrscheinlich einfach nur einen Tag später. Für mich allerdings wahrscheinlich wieder eine Woche später, bis ich wieder aufnehme. Muss euch aber nicht weiter stören. Von daher, haut's rein!